20. Daraus sind jetzt gerade vorbei an das. Nein, jetzt komme ich zu den Gas- und Strompreisbremsen. Okay. Die laufen da. Diese Sendung geht gerade überall viral. Schau sie dir auf jeden Fall bis zum Ende an und teile sie auf WhatsApp, denn Klingbeil, der zerlegt sich nicht nur selber, sondern wie alle Altparteien jetzt einfach runterspielen, dass 60 Milliarden einfach mal verzockt sind bzw. nicht auffindbar sind. Es gab einen Riesenskandal über die Haushaltssituation, den hast du mitbekommen. Und das wollen die Grünen natürlich machen. Nicht mehr verdienen, nicht mehr sparen, sondern lasst uns alle Schulden machen und dankbar sein, dass die nächste Regierung das dann ausbaden darf und natürlich unsere Kinder. Deswegen schauen wir uns hier die wichtigsten Highlights gemeinsam an. Schau auch hier auf dem Kanal vorbei. Hier gibt es täglich im Stundentakt Eilmeldungen zu dem aktuellen Wahnsinn. Und mein Gott, Leute, die Ampelregierung. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es noch heftiger geht. Aber hier kommt tatsächlich der erste Part und danach unser Statement. Dinge dann auch in der Koalition gemeinsam besprechen. Es ist völlig klar, dass mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und der Interpretation der Regierung, der ich zustimme, jetzt auch der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds auslaufen muss für das Jahr 2024. Jetzt komme ich zu den Gas- und Strompreisbremsen. Okay. Die laufen damit dann auch natürlich automatisch aus, was den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds angeht. Aber der politische Ansatz zu sagen, wir sichern Unsicherheiten ab, wenn die Preise für Energiekosten wieder in die Höhe schießen, den haben wir nicht gemeinsam besprochen in der Koalition, wie es da weitergeht. Und das hat Kevin Kühnert deutlich gemacht. Das teile ich auch. Das muss in der Regierung besprochen werden. Aber einseitig das auszuverkünden, ohne dass wir das gemeinsam besprochen haben, das geht so nicht. Und bevor es jetzt gleich von diesem Herrn hier eine Standpauke gibt, für die SPD kann man sagen, aber auch für die Altparteien, muss man dazu sagen, wie krass ist es denn, bitteschön. Man hat jetzt das aktuelle Problem auf dem Tisch, aber wie man die explodierenden Energiekosten handeln will, darüber will man sich keine Gedanken machen, beziehungsweise hat noch keinen richtigen Plan. Also Prostmahlzeit an der Kassentheke und vor allen Dingen auch an der Tankstelle, würde ich an dieser Stelle sagen. Dementsprechend kommen wir hier zum zweiten Part. Politischen Feststellung, was ist eine Notlage? Gibt es Spielräume, die eben politisch zu entscheiden sind? Und da möchte ich mal sehen, was ein Verfassungsgericht bei all diesen Gründen, die wir vorbringen können, dort auch dazu sagt. Einschließlich der Dinge, die sicherlich auch mit Corona weiterhin noch bezogen bleiben, aber eben auch vorsorglich gemacht werden müssen, damit uns solche Ereignisse nicht wieder erreichen. Aber ich will auch letztendlich noch sagen, wenn wir in den ersten drei Quartalen aufgrund der internationalen Lage, Ukraine-Krieg, Energiemärkte und so weiter. In Sachsen-Anhalt ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt von minus 3,5 haben. Und in Rheinland-Pfalz das zweite große Chemieland neben uns von minus 5%. Wissen Sie, was das für unsere Steuereinnahmen bedeutet? Das ist kriegsbedingt ein absoluter Notstand. Da kann man sicherlich noch diskutieren, ob es richtig war, die Atomkraftwerke abzuschalten. Mhm. Natürlich war das in der jetzigen Phase aus meiner Sicht falsch. Aber das knallt richtig rein. Und wie sollen wir das kompensieren, wenn wir nicht klar sagen, wir haben eine Herausforderung, die wir noch lange nicht hatten. Und unabhängig davon, Herr Bratscher, gebe ich Ihnen vollkommen recht, es muss durchsortiert werden, was wir konsumtiv in den letzten Jahren hier gemacht haben. Also ich finde es schon bemerkenswert, dass jetzt die alte Kamelle der Pandemie ausgepackt wird, damit man ja die Schuldenbremse aushebeln kann, weil wir ja jetzt die Pandemie noch haben. Das wollten doch die Altparteien auch nicht hören, wenn man gesagt hat, hey, das, was ihr damals gemacht habt, das waren gegen die Grundgesetze getätigte Maßnahmen und vor allen Dingen, wir durften nicht demonstrieren gehen, wir durften unsere Meinungsfreiheit nicht kundgeben bzw. unsere Meinung frei äußern. Da hat es sie überhaupt nicht interessiert, aber wenn es jetzt darum geht, dass Geld aufgenommen werden kann und die ganze grüne Ideologie durchfinanziert werden kann. Übrigens zu 3, 4, 5, 6% Zinsen, weil die Nullzinspolitik, die ist auch an dieser Stelle vorbei. Auch das haben anscheinend die SPD nicht auf den Schirm. Da sind sie natürlich dabei. Da wird alles aus dem Hut gezaubert. Die Ukraine-Krise ist unsere Krise. Deswegen, das ist doch die Notsituation, die wir brauchen. Und er hat es schon richtig gesagt, das Bundesverfassungsgericht, jetzt mal ganz ehrlich, wird die dort mitspielen, jetzt die Schuldenobergrenze nach oben anzupassen beziehungsweise diese Bremse auszumerzen. Also auch da gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Und jetzt wird es auf jeden Fall sehr würzig in dieser Diskussionsrunde. Investieren halte ich für einen ganz schlechten Weg. Wenn wir nicht investieren in die Klimaneutralität, was am Ende immer wirtschaftliche Stärke dieses Landes heißt, in einer Zeit, wo die USA 500 Milliarden in die Hand nehmen mit dem Inflation Reduction Act, in einer Zeit, wo wir sehen, wie in China gerade staatliche Investitionen genutzt werden. Und wir sagen hier,
wir freuen uns drüber, dass wir sozusagen alle Regeln des Haushaltes einhalten, aber wir würgen Investitionen ab und sorgen dafür, dass wir beim grünen Stahl, dass wir bei Wasserstoff, dass wir bei der Frage Halbleiter überall nur zugucken, wie woanders die wirtschaftlichen Entwicklungen sind, dann wird dieses Land einen enormen wirtschaftlichen Schaden nehmen. Und deswegen müssen wir dringend über die Reform der Schuldenbremse reden. Deswegen müssen wir darüber reden, wie staatliche Investitionen möglich gemacht werden können. Das ist ja aber erstmal unabhängig von der Frage, wie wir 2024 organisieren. Also ich bin wirklich fassungslos von den Aussagen von einem Klingbeil, weil erstens muss man dazu sagen, wir haben die Schuldenbremse ja berücksichtigt in den letzten 2-3 Jahren. Und was hat die deutsche Wirtschaft getan? Richtig, die ist gegen die Wand geknallt, wird ausverkauft ins Ausland. Also das kann natürlich nicht die Zukunft sein. Und Deutschland ist das einzige Land, das tatsächlich so stark aufoktroyiert und immer wieder den Bürgern weismachen will, was sich lohnt, was nicht. Und die deutschen Unternehmen, frag doch endlich mal die Unternehmen, was die über die deutsche Wirtschaft denken. Wir haben auch schon einige Videos dazu gemacht. Die sagen alle, die haben einen Dachschaden. Die sagen alle, hey, jetzt lasst uns doch einfach mal arbeiten, lasst uns doch machen. Und da ist keiner momentan froh, oh ja, Klimastrategie, das ist ja das richtig Coole. Im Gegenteil, es gibt Strafen mittlerweile, sogar Gefängnisstrafen, die die EU-Kommission jetzt vereinbart hat, wenn ein Unternehmen einen Umweltschaden hervorruft. Und dieser Umweltschaden, der wird noch nicht mal richtig definiert. Da sind mittlerweile 1000 Dinge in diese Liste aufgenommen worden. Und dementsprechend kommt jetzt die Abrechnung final. Auch das solltest du bis zum Ende ansehen. Wie immer, abonnieren nicht vergessen und dieses Video weiterverbreiten und dementsprechend Film ab. Mehr, dass sich Deutschland kaputt spart. Wir haben einen Haushalt, das sind 450 Milliarden Euro, die im Jahr ausgegeben werden. Wir haben diesen Sondertopf, in dem jetzt immer noch nach diesem Urteil 150 Milliarden für 4 Jahre übrig sind. Wir schwimmen in Geld. Die Regierung gibt es mit beiden Händen aus. Und das ist ja nicht so, dass jetzt im Finanzministerium oder im Kanzleramt im Keller ein Gelddrucker steht, wo das einfach rauskommt. Das ist unser Steuergeld. Und ja, und das Zentralbankgeld natürlich. Da steht die Druckerpresse, die sie gemeint hat. Die Politik sollte damit verantwortungsvoll und vor allem sorgsam umgehen. Sie sollte, ja, natürlich die nötigen Investitionen machen. Die Bahninfrastruktur muss besser werden. Ich würde auch sagen, die Autobahnen müssen besser werden. Es muss Geld in die Schulen kommen. Aber dieses Subventionsfeuerwerk, was in den vergangenen Jahren abgefeuert wurde, für alles Mögliche gibt es einen Fördertopf für Eigenheimbesitzer, die sich eine Solaranlage aufs Dach schrauben und die Wallbox haben, also die wirklich keine Geldnöte haben. Es gibt für alles Fördertöpfe. Ich finde, das geht so einfach nicht. Und da müssen wir jetzt gerade diese Chance nutzen und tatsächlich mal ein bisschen schauen, wo können wir sparen. Und dementsprechend muss ich an dieser Stelle wirklich nochmal sagen, wo ist denn das Sparkonzept? Wo spart man sich jetzt die Friseuse, ne, oder den Visagisten für eine Frau Baerbock ein? Oder für Lachshäppchen, die es ja bei den Veranstaltungen immer gibt? Da sind ja auch mittlerweile Milliarden, die da wahrscheinlich ausgegeben werden, wenn man es in Summe nimmt. Und das hatte ich komplett nicht auf dem Schirm, beziehungsweise das hat ein Habeck eben nicht gesagt. Die fliegen überall noch rum, haben ihre Sektchen und Lachshäppchen, die sie zu sich nehmen. Da wollte man natürlich nicht sparen. Lieber neue Schulden machen. Und deswegen bin ich gespannt, wie du zu dem Thema stehst. Wie immer, nicht vergessen zu abonnieren. Hier kommt die Abrechnung, die Ampelabrechnung. In den nächsten Tagen wird es nochmal richtig spannend. Die besten Bundestagsreden auch hier zusammengefasst sowieso. Und wir sehen uns das nächste Mal.